Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr reinschaut zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch ein ganz besonderes Spiel vorstellen, was nicht nur richtig, richtig gut aussieht und wirklich ein tolles Material hat, sondern was auch durch ganz einfache Regeln recht schnell zu erklären ist, aber trotzdem eine taktische und strategische Tiefe bietet. Die Rede ist von kleine Völker, große Gärten oder im Französischen Petit Peuples oder auch im Englischen Gardens Nation, wenn ich mich recht erinnere. Dieses Spiel kommt jetzt in der deutschen Lokalisierung bei Board Game Circus und von diesen lieben Menschen Daniel und Dirk habe ich auch dieses Exemplar auf der Spiel doch bekommen. Obwohl es nicht zu verkaufen war, haben sie mir trotzdem ein Exemplar kostenfrei mitgegeben. Dafür an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Das Spiel ist an sich völlig sprachneutral, bis auf die Regel, aber die konnte man sich im Internet runterladen, von daher war es kein Problem, das Spiel auch zu Hause gleich auf den Tisch zu bringen. Ich habe das genutzt, um euch natürlich auch ein Regelvideo zu machen, in dem ich euch dieses Spiel vorstelle. Wie immer werfen wir jetzt gemeinsam einen Blick in die Schachtel, was ihr alles an Material habt. Dann erkläre ich euch den Aufbau, die Regeln, wie das Spiel gespielt wird, wann es endet, wann ihr also gewinnen könnt und danach sehen wir uns zu einem Fazit wieder. Puzzelt ihr einfach anhand der Punkteleiste den Plan zusammen und verteilt anschließend die Gartenteile ganz zufällig in der Mitte. So entsteht immer wieder ein anderer Spielplan. Sucht jetzt für eure Spielerzahl das passende Teil und legt es hier hin. Hier wird später festgestellt, wer wann anfängt. Diese Leiste dient für die Bauvorhaben. Außerdem bekommt jeder Spieler eine Leiste. Mischt jetzt die öffentlichen Bauvorhaben, legt sie auf das Dach und deckt vier Bauvorhaben auf. Die stehen für euch alle zur Verfügung und bringen euch Siegpunkte. Mischt jetzt die geheimen Bauvorhaben und teilt jedem Spieler vier Karten aus. Davon werden gleich noch zwei ausgesucht. Jeder bekommt Spielmaterial. Dazu gehört einmal ein kleiner Igel, um die Spielreihenfolge festzulegen, dann drei Listplättchen und den Punktemarker, der startet natürlich bei der Null. Den kleinen Miepel setzt ihr auf euer Guthaben. Der erste Spieler beginnt bei 38, die anderen bei 35. Diese zusätzlichen Bauplätze legt ihr einfach an der Seite bereit. Nun sucht sich jeder zwei der geheimen Aufträge aus, der Rest kommt in die Schachtel zurück. Wer das Spiel beginnt, bekommt die Schildkröte, legt außerdem alle Dächer bereit, die braucht ihr später für die Wertungen. Jeder von euch hat sich jetzt aus den geheimen Aufträgen zwei ausgesucht. Außerdem liegen alle Spielsteine bereit, um gleich festzulegen, wer anfängt. Je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr spielt, bekommt ihr eine unterschiedliche Anzahl von Bauwerken bzw. Stockwerken. Das könnt ihr in der Anleitung genau nachlesen, was bei welcher Zahl ist. Jetzt erstmal grundsätzlich zum Spielplan. Der große Garten ist unterteilt nochmal in sieben kleine Grundstücke. Auf jedem dieser Gartenstücke findet ihr nochmals sieben Baugrundstücke, die einen Grundpreis haben. Das kostet es, den ersten Stockwerk dort aufzubauen. Außerdem haben sie unterschiedliche Farben. Diese Farben wiederum sind wichtig für das Erfüllen der Aufträge. Hier zum Beispiel wäre es wichtig, dass das Bauwerk auf einem roten Grundstück steht. Im Grunde haben wir hier ein Area Control Spiel, denn nach jeder Runde wird gewertet, wer in welchem Gebiet die Mehrheit hat.
Wie genau das funktioniert und dass euch nur zwei Aktionen zur Auswahl stehen, das erkläre ich euch. Nachdem ihr zufällig bestimmt habt, wer beginnt, darf diese Person auf Feld 1 der Zugreihenfolgetafel ihr Plättchen legen. Das bedeutet, wie ihr hier an den Zahnrädern sehen könnt, dass dem ersten Spieler nur eine Aktion zur Verfügung steht, alle anderen haben aber zwei. Wer die komplette Partie beginnt, darf jetzt als erstes auswählen, in welchem Gebiet die Schildkröte startet. Dazu steht euch der ganze Spielplan zur Verfügung und das heißt jetzt, in diesem Gebiet dürft ihr gleich eure erste Aktion machen. Bauen bedeutet, ihr wählt ein Feld aus und zahlt den aufgedruckten Preis für das erste Stockwerk. Das Geld in diesem Spiel ist die Bevölkerung. Das tragt ihr also auf eurer Bevölkerungsleiste ab. Da ich als Startspieler nur eine Aktion habe, ist mein Zug eigentlich vorbei, aber ich muss noch zwei Sachen entscheiden. Zum einen muss ich die Schildkröte stellen und das entscheidet, wo die nächste Person bauen darf. Das ist jetzt ein bisschen tricky, ich erkläre es euch aber und dann ist euch gleich klar. Denn stellt euch vor, dieses kleine Plättchen ist der große Spielplan. Also die sieben Felder, die ihr hier seht, sind die sieben Teile, die im ganzen Garten sind. So symbolisiert die Mitte meines Plättchens die Mitte des Spielplans, also das mittlere Spielfeld. Habe ich also hier gebaut, wandert die Schildkröte von hier in die Mitte. Der nächste Spieler muss also jetzt in der Mitte bauen. Hätte ich hingegen das andere Feld gewählt, dann würde die Schildkröte nicht in die Mitte, sondern ein Feld daneben wandern. Also wäre das nächste Baufeld dieses Baufeld. Das ist also schon mal die erste taktische Entscheidung, dass der Spieler nach mir nur dort bauen darf. Doch wer ist an der Reihe? Das ist nämlich meine zweite Entscheidung, die ich jetzt noch habe. Ich darf jetzt selbst bestimmen, ich nehme mal Blau, dass Blau jetzt als nächstes an der Reihe ist und dem blauen Spieler zwei Aktionen zur Verfügung stehen. Blau entscheidet sich auch zum Bauen. Das erste Stockwerk kostet ja immer so viel wie der Bauplatz. Jedes weitere würde übrigens Bauplatz plus Anzahl der schon vorhandenen Stockwerke kosten. Die Schildkröte bleibt in diesem Fall in der Mitte stehen. Das ist ganz pfiffig, denn jetzt kann ich natürlich, nachdem ich mein Geld bezahlt habe, übrigens alle anderen Spieler starten ja mit etwas weniger Geld als der Startspieler, baue ich jetzt ein zweites Teil im gleichen Gebiet. Das kostet mich jetzt nur eins, das ist also relativ günstig, auch das trage ich wieder ab. Und nachdem ich hier gebaut habe, wandert die Schildkröte natürlich wieder weiter. Und das Bauen des blauen Spielers war total pfiffig, denn damit ist direkt ein öffentliches Bauvorhaben erfüllt. Denn diese Karte besagt, ich muss auf zwei nebeneinander liegenden gelben Feldern ein Bauwerk haben mit mindestens einem Stockwerk. Das habe ich erfüllt. Die drei Siegpunkte, die gehe ich natürlich sofort auf der Punkteleiste nach vorne. Und ich muss jetzt ein Dach setzen und zwar auf das zuletzt gebaute Stockwerk, also das, was dazu geführt hat, dass diese Karte gewertet werden kann. Sobald ein Gebäude ein Dach hat, kann nichts mehr drauf gebaut werden, was logisch ist, denn auf ein Dach passt nichts mehr. Und zum anderen kann dieses Gebäude auch nicht mehr für die Wertung eines Bauvorhabens genutzt werden. So spielt ihr, bis alle Spieler einmal an der Reihe waren und ihre Aktion ausgeführt haben. Für die nächste Runde nehmt ihr jetzt die Spielsteine weg und schiebt den Spieler, der an der letzten Stelle war, auf die erste Stelle, denn das ist der neue Startspieler der nächsten Runde. Jetzt erfolgt noch die Gebietswertung. Über die Gebietswertung am Ende jeder Runde bekommt ihr Bevölkerung dazu, die ihr dann wieder nutzen könnt, um neue Stockwerke zu bauen. Geht einfach jedes Gebiet von 1 bis 7 durch und schaut, welche Farbe hat die Mehrheit. Hat jemand die alleinige Mehrheit, bekommt diese Person zwei Bevölkerungen. Steht jemand ganz alleine natürlich auch. Gibt es Gebiete, die leer sind, bekommt natürlich niemand etwas. Habt ihr einen Gleichstand, dann bekommen alle Farben, die daran beteiligt sind, 1. Diese Werte könnt ihr auf euren Leisten auftragen, sodass ihr gleich wieder wisst, was eigentlich in der nächsten Runde zur Verfügung steht.
Ihr solltet die Bevölkerungsleiste während der gesamten Partie gut im Auge behalten, denn nicht nur für die Runden selbst ist es wichtig, auch an dem Partieende gibt es Siegpunkte oder wenn ihr hier im roten Bereich seid, könnt ihr sogar noch Siegpunkte verlieren. Je weiter ihr nach oben klettert auf der Bevölkerungsleiste, desto mehr Siegpunkte gibt es auch am Ende der Partie noch. Neben dem Gebäude bauen ist Gebäude abreißen die zweite mögliche Aktion. Blau ist jetzt an der Reihe, hat nicht mehr so wirklich viel Bevölkerung und möchte daher erst ein bisschen Bevölkerung dazu verdienen, bevor in der zweiten Aktion dann nochmal gebaut werden kann. Daher entscheidet sich Blau für die Aktion Gebäude abreißen. Wie genau das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ihr könnt in dem Gebiet, in dem die Schildkröte steht, ein eigenes Gebäude abreißen. Wichtig ist, ihr könnt nicht nur Gebäude ohne, sondern natürlich auch Gebäude mit Dächern abreißen, wenn sie denn im Schildkrötengebiet sind. Also ihr entscheidet euch zum Abriss jetzt dieses Gebäudes. Dazu ist wichtig, auf welchem Grundstück wurde es gebaut und wie viele Stockwerke hat es. Hier habt ihr auf einem Dreiergrundstück 2 Stockwerke gebaut. Ihr schaut also in dieser praktischen Tabelle und seht so, ihr bekommt jetzt 14 Bevölkerung dazu, wenn ihr dieses Gebäude abreißt. Nach der Aktion Gebäude abreißen bewegt sich die Schildkröte übrigens nicht in ein anderes Gebiet. Ihr könnt also die zweite Aktion in dem gleichen Gebiet ausführen. Falls ihr in einem Gebiet einmal nicht mit den Bodenarten oder Farben zufrieden seid, dann könnt ihr eins dieser Plättchen benutzen. Und ihr seht hier, es gibt überall solche Dornenbuschfelder, die noch keine Farbe haben. Ihr müsst dann 5 Bevölkerung zahlen, das kostet nämlich eine solche Färbung. Und dieses Plättchen bleibt dann bis zum Ende der Partie dort liegen. Und noch einmal kurz zu den Aufträgen. Hier seht ihr auf den Karten solche Anordnungen. Um diesen Auftrag zu erfüllen, müsst ihr auch wirklich rot neben grün haben. Ob das jetzt aber rechts oder links ist, das ist egal, aber die grundsätzliche Anordnung muss stimmen. Auf dem Feld gilt aber auch, dass zum Beispiel als benachbart, auch wenn sie auf unterschiedlichen kleinen Teilen sind. Eine zweite wichtige Info zu den Aufträgen ist noch, sollte mal ein Auftrag aufgedeckt werden, den ihr zufälligerweise mit einem eurer Bauvorhaben schon erledigt habt, dann könnt ihr den nicht werten. Ihr müsst also aktiv an einem dieser beteiligten Bauplätze etwas arbeiten, um dann den Auftrag werten zu können. Insgesamt habt ihr 3 Listplättchen, die ihr in der gesamten Partie einsetzen könnt. Einmal das Listplättchen, um die Schildkröte zu versetzen. Hier kommen wieder die Zahlen der Gebiete ins Spiel, denn ihr könnt, je nachdem, wo das Gebiet ist, eure Schildkröte um 1 weiter oder niedriger setzen. Also zum Beispiel vom Gebiet 5 auf Gebiet 6 oder auf Gebiet 4. Würdet ihr aber zum Beispiel auf dem Gebiet 7 stehen, dann wäre auch die 1 ein Gebiet, was 1 mehr ist und entsprechend bei der 1 auch das Gebiet 7, 1 unten drunter. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, eins eurer Dächer zu versetzen. Gerade für die Endabrechnung der geheimen Bauvorhaben ist es oftmals nicht schlecht, denn dort werden Gebäude, die bereits ein Dach haben, nicht mitgewertet unter Umständen. Das seht ihr an der Karte. Und dann ist es natürlich wichtig, ein Gebäude wieder ohne Dach zu haben, um es dann am Ende des Spiels werten zu können. Diese beiden könnt ihr zusätzlich zu euren sonstigen Aktionen machen. Die Aktion Fremdes Gebäude übernehmen ist allerdings eine eigene Aktion und das erkläre ich euch jetzt ganz genau. Um ein Gebäude abzureißen, müsst ihr natürlich in dem Gebiet, in dem sich die Schildkröte befindet, ein Gebäude auswählen. Der Eigentümer oder die Eigentümerin kann sich nicht dagegen wehren, das heißt, ihr entfernt das Gebäude einfach und setzt in der gleichen Größe euer eigenes Gebäude hin. Aber Achtung, denn ihr müsst dafür natürlich etwas zahlen und die andere Person bekommt etwas. Ihr schaut also, was wäre dieses Gebäude bei einem Abriss wert. Dazu könnt ihr wieder die Tabelle nutzen und würdet jetzt bei diesem Gebäude feststellen, dass es ziemlich teuer ist, denn das war ein 5er Bauplatz mit einem 2-stöckigen Gebäude. Das heißt, ihr müsstet jetzt 22 Bevölkerung zahlen. Und die andere Person würde diese 22 Bevölkerung jetzt auch noch erhalten. Ist also wirklich immer sehr abzuwägen, wann sich das lohnt.
Solltet ihr in einem Baugebiet stehen, in dem ihr nichts machen könnt, weil ihr zum Beispiel rot seid und hier nichts zum Abreißen habt und natürlich auch kein freier Bauplatz ist, dann dürft ihr die Schildkröte versetzen und zwar ein Gebiet weiter, zum Beispiel von 5 auf 6. Sollte auch hier nichts möglich sein, dann könntet ihr noch ein Feld weitergehen, immer so, bis ihr ein Baugebiet findet, in dem noch etwas für euch möglich ist. Wir nähern uns der Endwertung, denn sobald ein Spieler das letzte Stockwerk setzt, ist die Endrunde eingeläutet. Auch wenn der Spieler durch das Abreißen nochmals Stockwerke zurückbekommen würde, ist trotzdem am Ende der laufenden Runde Schluss, heißt also in unserem Fall Plau wäre noch einmal an der Reihe. Auch am Ende dieser letzten Runde gibt es noch einmal eine Mehrheitenwertung, bei dem ihr nochmal Bevölkerung auf eurer Bevölkerungsleiste sammeln könnt. Schaut dann, wer wie viele Punkte plus oder sogar minus aufgrund der Bevölkerung habt. Ihr seht das immer unten drunter aufgedruckt. Diese Punkte könnt ihr direkt nach vorne gehen. Dann vergleicht ihr noch eure geheimen Bauvorhaben, die jeder hoffentlich erfüllen konnte. Und wer dann am Ende am weitesten auf der Punkteleiste nach vorne ist, der gewinnt die Partie Kleine Völker, großer Garten. Kleine Völker, großer Garten, ein wirklich wunderbares Spiel. Ihr habt es selbst gesehen, das Material, die Grafik, mir persönlich gefällt es richtig, richtig gut. Und ich fühle mich so richtig wohl, wenn dieses Spiel auf dem Tisch ist. Aber das Gute ist, dass das Spiel nicht nur gut aussieht und ein fantastisches Material hat, sondern dass es auch wirklich schön zu spielen ist. Die Regeln sind an sich sehr einfach, denn du hast genau zwei Möglichkeiten. Du baust ein Gebäude oder du reißt eins ab. Fertig. Das sind die Regeln oder die Aktionsmöglichkeiten. Das ist relativ zügig erklärt. Ihr habt aber, glaube ich, trotzdem gemerkt, die Erklärung hat jetzt ein bisschen länger als diese drei Sätze gedauert, dass es doch einfach ein paar Dinge zu beachten gibt. Wo baue ich hin? Wo kommt dann die Schildkröte hin? Wen wähle ich als nächstes aus? Welche Aufträge möchte ich machen? Wie komme ich noch dazu, meine eigenen Sachen, also meine Geheimaufträge zu machen oder geheimen Bauvorhaben zu machen? Wann kann ich die Listplättchen nutzen? Schwieriges Wort. Wann sollte ich vielleicht auch mein eigenes Gebäude abreißen, um Bevölkerung zu kriegen? Oder ist es vielleicht sogar sinnvoll, ein anderes Gebäude zu übernehmen? Also viele Möglichkeiten. Das Spiel hat natürlich einen super hohen Interaktionsgrad, weil ich total davon abhängig bin, was macht die Person, die vor mir dran ist. Wann komme ich an die Reihe? Wo steht diese Schildkröte? Wie kann ich den Bauplatz dann nutzen? Habe ich genug Bevölkerung dafür? Wie kann ich meine Mehrheiten positionieren? Also wirklich ein Spiel, was, wie ich finde, einen hohen Interaktionsgrad hat, leicht zu lernen ist, aber dann doch wirklich eine super, super Tiefe bietet. Und das Ganze noch on top, ich erwähne es gerne nochmal, mit einem wirklich hervorragenden Material, was auch an so kleine Feinheiten gedacht hat, wie ich es auch in der Erklärung schon gesagt habe, für Menschen, die zum Beispiel eine Farbsehschwäche haben, alles auch nochmal mit Mustern zusätzlich. Und das fügt sich aber alles total ein. Also es sieht gar nicht irgendwie aufgesetzt aus, sondern es ist wirklich, es fügt sich alles total schön ins Spiel aus, ein. Durch den modularen Aufbau, durch die sehr abwechslungsreichen oder beziehungsweise sehr vielfältigen Aufträge, sowohl im geheimen als auch in den offenen Bauvorhaben, ist das Spiel wirklich immer wieder anders. Es verläuft immer wieder in einer anderen Richtung. Dadurch, dass die Schildkröte sich wild bewegt, dadurch, dass die Spielereihenfolge immer anders ist, hat es wirklich einen ganz hohen Wiederspielwert. Die Lernkurve ist extrem hoch, während man im ersten Spiel wirklich noch sehr, sehr, sehr viel grübelt und eigentlich auch immer erst dann anfängt zu denken, wenn man dran ist und die Schildkröte schon auf dem Plan sitzt, versucht man in weiteren Partien immer schon so, sich verschiedene Optionen ja einfach mal auszudenken und natürlich auch schon drüber nachzudenken, wie sieht es dann nach mir aus? Wer kommt dann? Wen setze ich vielleicht als letzten Spieler hin? Weiß dann aber, dass die Person auch in der nächsten Runde als erstes dran ist. Wo setze ich vielleicht was hin, um noch im letzten Moment eine Mehrheit zu kippen? Also das Spiel bietet wirklich ganz viel Tiefe und ich freue mich schon total noch auf ganz viele Partien, auch auf dem Spieletreff oder auch hier zu Hause. Denn es funktioniert zu zweit sehr gut, wenn da natürlich auch die Interaktion nur zwischen den beiden stattfindet. Aber gerade da ist es noch mehr die Möglichkeit, strategischer oder interagierender vorzugehen und dann noch mehr Einfluss aufs Spiel zu nehmen.
Ich hoffe, ihr merkt meine Begeisterung für dieses Spiel. Nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an Board Game Circus für die Bereitstellung bzw. für die Möglichkeit, dieses Spiel jetzt schon zu haben. Und alle, die jetzt Lust darauf bekommen haben, nutzt unten gerne den Link in der Beschreibung. Ich habe nichts davon, aber dann habt ihr direkt schon, seid ihr an der richtigen Stelle, beim Brettspiel-Kiosk, das ist der Online-Shop von Board Game Circus, bestellt es dort direkt beim Verlag oder natürlich auch, wenn ihr einen Händler habt, bei dem ihr gerne bestellt oder bei dem ihr gerne vor Ort einkauft, nutzt das und kauft fleißig dieses tolle Spiel ein. Ich hoffe, dass es jetzt dieser Tage auch ankommt, denn es war ja schon in der Auslieferung und hat es aber noch nicht geschafft, ganz bis in den Laden. Von daher haltet die Augen offen. Ich denke, es kann nicht mehr lange dauern. Und dann könnt auch ihr die großen Gärten der kleinen Völker in Händen halten. Ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß beim Spielen. Und falls ihr es vielleicht auf der Messe angezockt habt oder auf irgendeiner anderen Möglichkeit schon mal gespielt habt, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat. In diesem Sinne, spielt fleißig weiter, gern auch mal im Garten und wir sehen uns beim nächsten Video.